Ja, aber auf der Bühne Platz genommen hat nun die Polizeimusik Niederösterreich. Freut uns, dass Sie auch heuer wieder bei uns zu Gast sind und Sie treten in der Wertungsstufe D an. Als Pflichtstück hören wir Around the World in 80 Days und als Selbstwahlstück etwas Klassisches, und zwar die Symphonie H-Moll von Franz Schubert, bekannt auch unter dem Beinamen Die Unvollendete. Und ich glaube, ihr beginnt mit dem Selbstwahlstück, mit der Symphonie H-Moll. Die Jury ist soweit und dann wünschen wir der Polizeimusik Niederösterreich gutes Gelingen und viel Erfolg. Thank you.
Ja, das war also die Symphonie in H-Moll von Franz Schubert mit dem Beinamen Die Unvollendete. Diesen Beinamen hat sie deshalb erhalten, weil es in der damaligen Zeit üblich war, Symphonien mit 3 oder 4 Sätzen zu schreiben. Franz Schubert schrieb bei dieser Symphonie allerdings nur 2 Sätze. Wieso ist bis heute umstritten? Am wahrscheinlichsten gilt, dass Schubert mit diesen 2 Sätzen die Musik und seine Arbeit an der Symphonie für abgeschlossen angesehen hatte und deshalb keinen weiteren Satz mehr komponierte. Weiter geht's nun mit einem großen Kontrast zum eben Gehörten. Der niederösterreichische zeitgenössische Komponist Otto M. Schwarz vertonte den bekannten Roman von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Dieser Roman erzählt vom Engländer Phileas Fogg, der aufgrund einer Wette mit seinen Freunden im Club eine Reise um die Welt unternimmt. Er sagt dabei, dass er das Ganze in 80 Tagen schafft. Noch am Abend der Wette bricht er gemeinsam mit seinem Diener Passepartout auf und reist über Frankreich quer durch Europa nach Ägypten. Da zur gleichen Zeit die Bank von England überfallen wird, glaubt ein Geheimagent namens Fix, Fogg als vermeintlichen Täter identifiziert zu haben. Er schließt sich ab Suez den beiden Weltreisenden an, schafft es jedoch nicht, sie festzunehmen. Die Reise führt weiter nach Indien, wo es infrastrukturelle Probleme gibt. Die Bahnstrecken sind unterbrochen und man muss per Elefant weiterreisen. Dabei wird noch die junge Witwe Aouda, die gemeinsam mit ihrem verstorbenen Gatten verbrannt werden soll, gerettet. Die Route führt von Hongkong über China und Japan nach Amerika, wo es Büffelherden, Indianerangriffe und vieles mehr zu überstehen gilt. Von New York aus nehmen die Reisenden den Dampfer nach Liverpool, wo Fix schließlich beide festnimmt. Die Unschuld ist aber bald bewiesen und es geht nach London. Inzwischen scheint die Wette bereits verloren, doch durch die Überschreitung der Datumsgrenze haben die beiden einen Tag und damit auch die Wette gewonnen. Ja, und diese abenteuerliche Geschichte mit all ihren Facetten, diese hat eben Otto M. Schwarz in seiner Komposition Around the World in 80 Days vertont und wir hören diese nun als Pflichtstück in der Stufe D dargebracht von der Polizeimusik Niederösterreich. Thank you.
um die Welt, auf welche uns die Polizeimusik Niederösterreich hier mitgenommen hat. Die Polizeimusik Niederösterreich wurde übrigens im Jahre 1930, damals noch als Gendarmerie-Musik Niederösterreich, gegründet und hatte ursprünglich ihren Sitz in Wien. Und mit dem Jahr 2005 durchgeführten Vereinheitlichung der Exekutivfachkörper wurde der Name des Orchesters auf Polizeimusik Niederösterreich geändert und der Standort in die Landeshauptstadt St. Pölten verlegt. Das Orchester besteht derzeit aus 47 Männern und 5 Frauen, die auf verschiedenen Polizeiinspektionen im Bundesland Niederösterreich ihren Dienst versehen und für die verschiedenen Musikeinsätze abkommandiert werden. Die Führung der Polizeimusik Niederösterreich obliegt derzeit Kapellmeister Gruppeninspektor Franz Herzog. Und die Polizeimusik tritt jeweils dem Anlass entsprechend in großer Orchesterbesetzung, so wie heute, aber auch als Big Band oder in verschiedenen Kleinformationen auf. Das musikalische Wirken der Polizeimusik Niederösterreich soll als Bindeglied zwischen der Bevölkerung des Bundeslandes Niederösterreich und ihrer Polizei gesehen werden. So, und wir kommen zur Bewertung. Ich würde sagen, dass wir auch zuerst das Selbstballstück bewerten, wie wir es gehört haben. Das Selbstballstück, die Symphonie in H-Moll von Franz Schubert. Stimmung und Intonation 9,5 Punkte. Ton und Klangqualität 9,5, 9 und 9,5 Punkte. Phrasierung und Artikulation 9, 9,5 und 9,5 Punkte. Spieltechnische So, bitte nochmals Ton- und Klangqualität. Kleines technisches Problem. 9,5, 9 und 9,5 Punkte. Phrasierung und Artikulation. 9, 9,5 und 9,5 Punkte. Die spieltechnische Ausführung. 10, 9, 9,5. Rhythmus und Zusammenspiel. 3 mal die 9. Tempo und Agogik. 9, 10 und 10. Dynamische Differenzierung. 9, 9 und 9,5 Punkte. Klangausgleich und Registerbalance. 9,5, 9 und 9,5. Interpretation und Stilempfinden. 9,5, 9,5 und 10 Punkte. Und der musikalische Gesamteindruck. 9,5, 9,5 und 10. Es folgt die Bewertung des Fliegstückes Around the World in 80 Days von Otto M. Schwarz. Stimmung und Intonation 3 mal die 9. Ton- und Klangqualität 9,5, 9 und 9,5. Phrasierung und Artikulation 3 mal 9,5 Punkte. Die spieltechnische Ausführung 10, 9,5 und 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel 9,5, 9 und 9. Tempo und Agogik 9,5, 10 und 10 Punkte. Dynamische Differenzierung 3 mal 9,5. Klangausgleich und Registerbalance 9, 9 und 9,5. Interpretation und Stilempfinden 3 mal die 10. Und schließlich noch der musikalische Gesamteindruck 10, 9,5 und 10 Punkte. Und wir gratulieren sehr herzlich zu 94,33 Punkten.